Stadt-TV Bohlen. Wir zeigen's Ihnen. Veranstaltungen dieser Art haben gewöhnlich einen Schirmherrn. Einen. Gefühlte 150 Damen und Herren hatten hier die Schirmherrschaft inne. Der anhaltende Regen war für die Teilnehmer aber kein Grund, irgendwie zu verzagen. Selbst als manueller Scheibenwischer war sich manch einer nicht zu schade. Nur die Ferraris waren da etwas wasserscheuer. Wie schön Regenbilder sein können, zeigen die nächsten Aufnahmen. Bei jeder Trip bist du dabei gewesen, oder? Ja, bis jetzt lückenlos. Einmal bin ich extra aus dem Krankenhaus abgehauen. Ist nicht wahr, ehrlich? Ich habe morgens gesagt, ich komme heute Abend wieder. Ja. Und dann sind wir hier mitgefahren. Ja. Naja, dann. Aber lückenlos. Ja. Auch bei, wie man heute jetzt wieder mal merkt, das Wetter ist nicht so besonders, aber das schreckt Sie auch nicht ab, ne? Ja, das schreckt uns schon wieder ab. Wir haben ja Scheiben drin. Und ja. Bei meiner Frau ist es schon eher etwas, die hat Steckscheiben. Und ist nicht so ganz dicht, der Wagen. Ja? Aber sonst lässt uns das nicht abschrecken. Was ist denn eigentlich das Besondere hier an dieser Tripstour? Ja, was ist das Besondere? Ich sehe es mal, man kennt sich. Man kennt sich. Mittlerweile sind ja auch viele von Anfang an dabei. Man kennt sich, es ist zeitnah, es ist das Gedenken an den Trips. Und ja, einfach der Flair hier. Auf dem Motorrad heute bei diesem Wetter. Mit welchem Gefühl sind Sie heute Morgen hierher gefahren? Ja, also das Wetter hätte schöner sein können, aber ich freue mich auf den Tag und auf die Gespräche mit den anderen Interessierten und ja, ich freue mich. Ein bisschen Aufregung ist natürlich auch dabei. Ja, das gehört dazu. Sind Sie zum ersten Mal dabei? Nein, also als Beifahrer bin ich bei meinem Vater hinten drauf schon mal mitgefahren. Das ist aber schon 20 Jahre her. Und vor 15 Jahren bin ich das letzte Mal alleine gefahren und das war auch ein Erlebnis. Und dann habe ich jetzt Pause gemacht und jetzt wollte ich noch mal gerne mitfahren. Dann sage ich ja viel Spaß, ne? Und hoffentlich wird es nicht zu nass. Ja, vielen Dank. Aber die richtige Kleidung ist alles. So, erstmal wunderschönen guten Morgen. Bei diesem vielleicht doch nicht so schönen Morgen, aber trotzdem. Sie sind zum ersten Mal hier bei der Tripstour dabei. Wie ist es dazu gekommen? Wir sind schon lange, wir beide, meine Frau und ich, autoaffin. Und meine Frau hat seit kurzem diesen Mustang. Und wir kennen den Organisator, den Ralf Klinkhammer, persönlich. Und der hat gesagt, müsst ihr irgendwann mal mitkommen, das macht viel Spaß. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, uns angemeldet. Ist das zum allerersten Mal so eine Tour, die Sie mitmachen? Zum allerersten Mal. Wir werden wahrscheinlich heute Abend feststellen, dass wir eine ganze Menge gar nicht bedacht haben oder das viel zu blauäugig angegangen sind. Aber wir wollen einfach mal gucken, wie das wird. Einfach das, die Fahrt genießen, vielleicht auch andere Oldtimer-Fans kennenlernen und freuen uns schon sehr darauf. Sie haben dabei eine ganz wichtige Aufgabe. Sie sind sozusagen die Navigatorin. Wie haben Sie sich denn vorbereitet? Ja, mein Mann hat mir das sehr kurzfristig gesagt. Deshalb bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich werde mich furchtbar blamieren, aber... Kommt. Vielleicht gar nicht. Man weiß ja nicht, was für Talente in einem eigentlich schlummern, dann oder? Hoffe ich, dass da Talente sind, sonst ist es schlecht, ne? Ja, was ist los mit ihm? Wenn ich das wüsste, er ist jetzt gefahren von Bonn bis hierher durch die Toreinfahrt und dort ist er ausgegangen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was er hat. Und die Unterstützung, die Sie jetzt haben, ist die absichtlich mitgekommen oder sind das, ach, das sind auch Teilnehmer, ne? Ja, das ist mein Mann, wir fahren immer mit zwei. Ah, so, naja gut, dann kann ja eigentlich jetzt nichts schief gehen, oder? Das will ich doch hoffen. Startfrei zur 28. Wolfgang Kraftberge von Trips Gedächtnisfahrt. Immer schön aus 1925 und
können die Zuschauer in der Fernfahrt sehen, wie man früher und viel Glück. Wir sind hinten schon fleißig bei der Arbeit. Fahrt mir den Freddy und die Janette bitte nicht. Paula, Sie können sich teilnehmen. Und versprochen hatten die beiden einen ganz seltenen neuen Scouting. Und ich hoffe, ich bin nicht so wie, ja, ja, ganz selten neues Scouting. Die diesjährige Gedächtnisfahrt stand unter dem Motto Umsiedlung vom Braunkohletagebau und seinen Auswirkungen. Was lag da näher, als auch durch zwei Orte zu fahren, die eigentlich ein Ort an zwei verschiedenen Plätzen sind? Mannheim. Während sich die Fahrt durch Mannheim neu völlig problemlos gestaltete, gab es am Ortseingang von Mannheim Alt Irritationen bezüglich des Rechtsabbiegens. Viele fuhren zunächst einmal geradeaus. Zeitweise waren in Old Mannheim mehr Oldtimer unterwegs als sogenannte Neuwagen. Oldtimer Old meets Terra Nova. Bei besserem Wetter hätte man sich hier hautnah über den Braunkohleabbau informieren können.
Dort, wo die beste Kulisse für Oldtimer geboten wird, enden die schönen Bilder von der Ausfahrt und wir wenden uns der Zieleinfahrt auf Schloss Lörsfeld zu. Ja, hi, mit dem passenden Regenschirm macht es auch Spaß, durch den südlich des Schlosses gelegenen Landschaftspark zu flanieren und sich historische Fahrzeuge anzusehen.